Okay. Wir sehen hier Skelly vs. Frido. Kommentieren hier Cobra und sein Homie Shifty. Bisschen näher ran musst du, aber das ist nicht so, so auf die Höhe, wie ich immer labern darf. Und hier rauf gucken. Genau, und jetzt sind wir ready. Also, wie sieht's aus? Im Moment macht Frido... Ja, hä? Okay, Frido macht auf jeden Fall gut Druck mit seinem Fox. Warum laggt denn das? Ich hab noch nie ein laggendes Gamepad gesehen. Da geht das? Nee. Ja, egal. Dann gucken wir uns das jetzt laggy an. So, also. Skelly hat ein bisschen zurückgeholt inzwischen. Aber sieht immer noch nicht gut aus. Fox kann auch deutlich besser killen. Oh. Auf keinen Fall. Auf jeden Fall sind die beiden Chars so ungefähr im gleichen Bereich, was die Tierlist angeht. Oh, die sind auch nicht... Die sind auch nicht so verschieden. Man kann eigentlich beide ganz gut spielen. Sind sehr schnelle Chars auf jeden Fall. Beides Fastfaller, beide leicht. Aber Fox hat bessere Killmoves und hat nichts aus dem Grab. Und Sheik hat halt diese 50-50s aus dem Grab, die halt 50-50s sind. Aber er braucht auch ein bisschen Prozente. Also im Moment kann er noch nicht viel machen, außer vielleicht Upsmash. Oh, oder ihn gimpen auf Stage. Und, oh no, er hat die, genau, er hat versucht, die Needle da zu kriegen. Oh, und Skelly wieder oben. Frido macht viel Druck, auch mit den Trumps. Oh, und da hat er zum Beispiel die 50-50 richtig gereadet. Hätte er da eine Abi gemacht, hätte er den erwischt. Ganz so aus, als würde Frido sich das. Oh. Ja. Oh ja, vor allem wenn er da so oft die Stage recovert. Er muss auf jeden Fall Adjustments machen. Kriegt er die noch in diesem Match hin? Wird schwierig. Oh. Das war eine beefy Upbi. Ja, er macht. Auf jeden Fall. Also, das ist auf jeden Fall gut, wenn man mit Fox so spielt wie mit Frido an der Edge. Und zwar. Immer die Trumps machen, weil wenn sie dann nochmal an die Edge gehen, sind sie verwundbar. Kannst du Downsmash machen. Wenn sie Onstage gehen, hast gesehen, er hat Upsmash gemacht. Also einfach immer den Druck da behalten mit Fox. Hat gut geklappt für Frido im ersten Match. Der Druck! Jetzt ist die Frage, was wird Skelly tun? Er muss jetzt seinen inneren Fokus finden, tief durchatmen, eine Stage picken. Er geht nochmal in sich, hat nochmal alle Gedanken. Hochkonzentriert. Ja, also zu Skellys Option kann man vielleicht sagen, er spielt Sheik, Marth und er spielt da auch ein bisschen Fox. Nee, spielt er nicht mit. Und Luigi. Ja, gegen Fox. Ist schon kein schlechter Pick, Sheik zu nehmen. Aber ist auch halt scary. Wenn der Fox killen kann, dann hast du ordentlich Druck, ihn mehr zu kombonen und mehr Prozente zu machen, weil du brauchst mehr Prozente, um mit Sheik zu killen. Außer du kriegst den einfach gegimpt. Ist nicht leicht bei Fox, wegen seiner Side B. Aber wenn man die punishen kann, dann ist eigentlich die halbe Miete getan gegen Fox. Okay. Die Interferenzen von unserem Gamepad sind weg. Oh, aber Sheik kriegt direkt eine volle Abi, was ungefähr 28 Schaden macht. Oh. Das sieht schon direkt nicht gut aus. Da. Oh, aber da. Ah. Er schafft es nicht mit den Needles zu treffen, hat es bisher nicht geschafft. Und direkt down air. Tab Smash. True Combo. Und jetzt muss Skelly auf jeden Fall einiges aufholen. Ich denke mal, Frido hat auf jeden Fall mit Vipex geübt ein bisschen das Matchup und so direkt spielt das inzwischen auch. Ich denke mal, das sind so die, mit denen er das geübt hat, vielleicht auch mit Oik. Kriegt Skelly vielleicht hier jetzt was startet? Oh, in die falsche Richtung. C
safe Damage hier zu Frido. Da baut langsam Damage auf. Oh, okay. Bouncy Fish. Jetzt kommt die Side B. Ah ja, nicht gepunished. Sehen, dass ich da noch zurückkommt. Ja, er muss ihn schon. Also wenn er ihn jetzt killt, dann ja. Oh, hätte ihn. Das war. Ich weiß nicht, da hätte ihn irgendwie grabben müssen. Okay, der Trump war wieder online und Up Smash. Oh. Ja. Er wusste, wie er ihn punished. 2-0 Frido.